Hallo meine Freunde der Farmer und willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover. Ich bin der Drachenbursche und ich grüße heute Tom und Anna, das sind Katzen, außerdem noch den Tristan und den Tizian. So, auf dem Dach gelandet, Schwein gefangen und dann nix wie... Ups, Kamera hat sich gerade eben etwas seltsam gedreht. Nichts wie zurück mit dem, außer denn das letzte Schwein. Hätten wir mal wissen, drei werden wir bestimmt einsammeln müssen oder so. Wie ich das Spiel so kenne, aller guten Dinge sind ja für gewöhnlich drei und... Hui! Das wäre gefangenes Schwein. War schon das letzte? Sind nicht so einfach zu finden, wie? Betsy liebt es, Unfug zu treiben. Eins von drei, das war zu erwarten. Hatte ich recht gehabt in meiner Vermutung, dass drei Schweine sind. Ich nehme hier gleich nochmal die gelbe Farbe mit, weil ich ja gesehen habe, dass da hinten noch was stand. Und wenn wir schon hier sind, dann machen wir natürlich die Sachen auch. Wie gesagt, ich bin ja sowieso darauf aus, die 100% zu machen. Und dann kann man natürlich auch hier, wenn man was sieht, das natürlich immer gleich mitnehmen. Ja, ja, wir wissen, was wir tun müssen. Wir müssen immer noch das Schweinchen einfangen. So, einmal hier hin. Und dann bitte einmal einfärben hier. Genau, zwei von drei. Damit fehlt uns nur noch eins. Ich tippe mal, wenn wir alle haben, kriegen wir einen goldenen Stein. Aber ich frage mich, was wir sonst noch dafür kriegen. Vielleicht kriegen wir auch einen roten Stein oder so. Aber ich glaube, die roten Steine gibt es nur in den Level, oder? Kann das sein? Oder sind die auch so verteilt in der Stadt? Das weiß ich gar nicht. Naja, wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Früher oder später. Hier können wir nichts mehr machen. Da können wir... da können wir hochklettern. Das hatte ich vorhin nicht gesehen gehabt. Wo ich hier schon mal war. Ja, dafür komme ich da nicht hoch. Wie muss ich denn... Wenn da drauf kommen. Okay, naja, das werden wir bestimmt irgendwie... wohl vielleicht ist doch wieder... Ne, Flugding ist da auch nicht. Egal, wir bauen hier erstmal die Vogelscheuche zusammen. Insgesamt auch wieder drei, die wir hier zusammenbauen müssen. Es ist wirklich an jeder Ecke gibt es irgendwas zu tun hier. Das ist so der Wahnsinn hier in Lego City immer. Da ist der letzte von den Steinen. Sehr gut, wenn ich hier eh schon die Waffe dabei habe, passt das ja wunderbar. Drei von drei, was kriegen wir dafür? Wir bekommen... bekommen wir. Eine Charaktermarke bekommen wir. Na gut, dann werden wir diese Charaktermarke auch gleich noch mitnehmen. Mal kurz in die Ecke hier schauen, ob sonst noch irgendwas anderes hier rumliegt. Aber ich glaube fast... Nö, sonst sehe ich ja nicht mehr so viel. Dann müssen wir noch Zeug gießen. Mache ich auch gleich. Ich hole mir aber erst noch die Charaktermarke. Nicht, dass ich sie liegen lasse. Die war, glaube ich, auf dem Feld hier, wenn ich das richtig gesehen hatte, oder? War die hier auf dem Feld? Ja, da vorne ist sie. Perfekt. Hat man jetzt gerade aus der Entfernung noch nicht gesehen gehabt. Ich habe schon einen Schock bekommen. Hab gedacht, die finden wir nicht. Aber doch. Da vorne leuchtet sie uns schon entgegen, die Charaktermarke. Und schreit danach, von uns eingesammelt zu werden. Freigeschaltet. Stinker Fletcher. Den wollte ich schon immer mal freischalten. Sonst sehe ich hier nur noch diese gelben Dinger. Warte mal, die Dinger mussten wir ja auch umfärben. Aber die mussten wir in einer anderen Farbe umfärben. Ich glaube, da habe ich sogar auch schon die anderen beiden gesehen gehabt. Ich weiß, das dauert ein bisschen, aber wie gesagt, machen muss ich... Also, was heißt müssen? Ich mache es ja gerne. Aber machen werde ich sowieso. Dann kann ich auch gleich schon hier die Mission machen, wenn es hier schon was zu tun gibt. Wir machen ja... Ich mache ja trotzdem jetzt erstmal. Der Hauptfokus liegt ja momentan sowieso ganz klar auf den Hauptmissionen. Oh, hab's vergessen. Aber zwischendurch mache ich dann halt auch mal eine von den kleinen Nebenaufgaben oder zwei. So, was braucht mir denn da? Gelb haben wir momentan. Gab's da nicht noch eine andere Farbe vorhin? Nee, verdammt, ich habe, glaube ich, die andere Farbe hier rausgelöscht. Gelb mussten wir die Gießkanne nicht färben. Ich glaube, wir müssen... Egal. Egal, dann nehmen wir das Blaue mit. Ist ja auch wurscht. Die Gießkanne, sage ich, die Schubkarren meine ich natürlich. Gießkanne und Schubkarren. Kann man leicht verwechseln. Nee, kann man nicht. So, wir gehen auf Pferdchen drauf, dann sind wir schneller. Okay, wir können hier aufs Pferdchen drauf gehen. Aufs Pferdchen kann man schon nur drauf, wenn sie einen Sattel haben. Also man kann hier nicht mit jedem Pferdchen hier einfach weggaloppieren. Okay, damit scheint es nichts auf sich zu haben. Hier scheint es auch nichts zu geben. Da vorne habe ich noch diese Sachen gesehen gehabt zum Gießen. Die würde ich gerade noch gießen. Nee, blau war die falsche Farbe, das wissen wir ja. Egal, es wird Zeit, dass wir da den roten Stein bekommen, wo wir dann immer automatisch die richtige Farbe gleich haben. Ich glaube, dann sind diese Einfärbeaufgaben auch deutlich angenehmer zu ertragen. Und wir machen jetzt hier noch diese Sache hier. Die wollte ich noch machen, die hatte ich noch gesehen... da mussten wir die doch blau färben. Nee, dann habe ich sogar, dann war meine erste, ich habe bloß auf die falsche Gießkanne gezielt gehabt. So, einmal hier noch einmal Räuberchase. Ja, zwei von drei, perfekt. Gießkanne. Schubkarre, Mensch. Genau. Den Farmer brauchen wir. So, Herr Farmer. Einmal gießen. Wenn du schon so schön dabei bist zu gießen, dann gießt du hier gleich nochmal. Und so kommen wir dann auf das Dach drauf. Okay. So, das ist wahrscheinlich so ein Sprung. Eine Sprungpflanze. Einmal drauf hier.
Ach nee, okay, ich dachte, es wäre so ein Trampolinspiel, aber es ist einfach nur so. Es war kein Trampolin, sagen wir es so. Hier kann ich noch irgendwas zusammenbauen. Okay. Ah, da komme ich zumindest wieder raus. Das ist nur der Weg nach draußen, den kann ich mir hier zusammenbauen. So, wir können hier durchgehen und den da einsammeln. Und das alles für einen Stein. Naja. Naja, naja. Aber hier kriegen wir auch noch zwei blaue und von daher hat es sich dann auch wieder fast gelohnt. So, jetzt aber zurück zu unserer Hauptmission. Die dürfen wir natürlich hier nicht liegen lassen, links. Die lag tatsächlich gerade eben links, das hat gut gepasst. Und dann werden wir wieder weiter hier Schweine suchen. Wo sind die Schweine? Wo sind die Schweine? So, erstmal hier hoch. Einmal dahin, dann noch die zwei einsammeln hier, die beim Blauen. Und dann wird hier sofort der richtige Chase geholt und dann wird hier überwacht. So, Audiosignal suchen. Wo seid ihr, Säue? Wo sind die Schweine? Da unten vielleicht. Da wird mir auf jeden Fall was angezeigt in die Richtung. Einmal rauszoomen nochmal ein bisschen. Da vielleicht. Schauen wir mal. Ich glaube, das sieht gut aus. Oh ja, da ist die Sau. Mal gucken, ob man hier so einen schönen Ausblick hat. Ob ich hier nochmal die letzte Gießkanne irgendwo rumliegen sehe. Schubkarre! Schubkarre, nicht Gießkanne! Ah! Ne, sehe ich hier keine mehr. Gut, dann gehen wir mal Richtung Schweinerei. Ja, hat sie ja ganz gut versteckt, das Schweinchen da. Aber nicht gut genug für uns. Wir finden sie alle. Einmal aufwachen, bitte. Irgendwie ungern in dieses Morast da rein. Finde einen Weg, das schlafende Schwein aufzuwecken. Okay, dann finden wir den Weg im wahrsten Sinne des Wortes. Wo ist der Weg, den wir finden müssen? Da ist auf jeden Fall, was wir finden müssen. Außer ein paar blaue Steine gibt es hier noch eine. Okay, und damit können wir jetzt irgendwas abpumpen hier, damit das Schwein auf dem Trockenen liegt. Sehe ich das richtig? Schauen wir mal. Nee. Oh, Wasser kriegt das arme Schwein ab. Oh, wie gemein. Das ist gemein, aufzuwachen, indem man Wasser ins Gesicht kriegt. Da kann einem das arme Schwein ja fast schon leid tun. Die arme Sau. Wirklich eine arme Sau hier. Ich wollte gerade nochmal gucken wegen der Schubkarre, aber ich sehe sie jetzt gerade nicht. Bestimmt bin ich schon wieder dreimal vorbeigelaufen, wie ich das so ganz gerne mal mache. Da ist sie aber auch auf der anderen Seite. Das könnte natürlich auch sein. Mal kurz geschaut hier. In alle Hinterhöfe nochmal reingehen hier. Aber momentan sehe ich sie nicht. Egal, dann gehen wir hier mal wieder zurück und bringen das zweite Schwein zurück. Insgesamt sind es ja drei Schweine, die wir hier zurückbringen müssen. Also momentan sind wir hier echt die Schweine super vom Dienst. Da kommen wir doch rüber, oder? Nein, kommen wir nicht rüber. Okay. Oh mein Gott, nein. Ich komme nicht mehr raus aus der Ecke mit dem Schwein. Das wäre natürlich ärgerlich gewesen, aber es hat zum Glück trotzdem noch geklappt. So, dann bringen wir mal Schwein Nummer 2 zurück. Bitteschön, gern geschehen. Und da war es nur noch ein Schwein. Gut gemacht. Filbert stellt gerne mal was an, nicht? Verrücktes Schwein. Ja, aber echt. Oh, und wenn du nach diesem Frank suchst, er ist darauf auf die Burg. Sagte, er hätte da ein entferntes Grunzen gehört. Okay. Was meinte sie? Ach cool, dann okay. Dann wissen wir zumindest, wo es zum letzten Schwein geht. Wenn wir allerdings auf dieses Dach hier raufkommen, weiß ich auch noch nicht. Keine Ahnung. Was uns da noch, Können wir den Rasenmäher? Den Rasenmäher konnten wir nicht benutzen, gell? Nee, den konnten wir nur kaputt machen. Schade. Aber wir nehmen natürlich das coole Auto hier von unserem Farmer. Und werden es natürlich im besten Zustand zurückbringen, so wie wir alles hier immer im besten Zustand zurückbringen. Entschuldigung. Also los geht's. Ab Richtung Burg. Oh, der Schnellerwagen. Sieht gar nicht so aus, aber hat doch ein bisschen Power unter der Haube. Der Powerstoff mit Sauerstoff. Was sehe ich da? Blick meine Augen da oben Schönes. Was zum Explodieren gibt es da oben, nämlich einer von diesen widerlichen Rex Rex-Statuen. Oh Mann, ey. Wieder ein Auto geschrottet. Ist auch wieder so, wenn ich sage, ich bringe es im besten Zustand zurück, dann ist es eigentlich der Garant dafür, dass ich es gar nicht zurückbringe, das Auto. Naja, tut mir leid, Herr Farmer. Kommt nicht wieder vor. Geht ja auch nicht, weil du hast ja kein zweites Auto vermutlich.
Jedenfalls habe ich da kein zweites rumstehen sehen. Aber das ist gut, dann kann ich auch kein zweites kaputt machen. Was ist hier eigentlich für kleine nette Häuschen? Die haben wir ja noch gar nicht gesehen gehabt. Oh, gleich mal einbrechen. Wir sehen neue Häuser, gleich mal einbrechen. Egal, wir sind von der Polizei. Wir haben hier die Lizenz zum Einbrechen oder so ähnlich. Zumindest in dem Spiel hier. Ah, da ist ein Safe. Na, dann knacken wir den Safe mal. Und dort finden wir... einen... oh, einen normalen Regenbogenstein. Ja, ich hatte gedacht, das ist ein roter Stein. Ich gebe es zu. Er sah auch kurz aus wie ein roter Stein. Zufall immer. Zu meiner Verteidigung möchte ich das doch anführen. Da kann man aufs Dach drauf. Wieso sollte man aufs Dach drauf wollen? Hm. Oh, hier gibt's noch was. Das hatte ich ja fast gar nicht gesehen. Was kann man hier aktivieren? Eine Holzfäller Blockhaus für nur 30.000, die wir natürlich wie gewohnt nicht haben. Aber zumindest haben wir uns markiert. Hier können wir einfärben. Ich glaube, die müssen wir eher kaputt machen. Warte mal, der kann doch schießen, oder? Gar nicht eins von drei? Okay. Gut, dann müssen wir die doch nicht kaputt machen. Wenigstens etwas, was uns erspart bleibt. Da kriegen wir noch eine Charaktermünze. Die holen wir uns auch gleich hier. Mit Chase McRäuber. Einmal aufräubern hier. Oh, die Burg ist sogar relativ weit weg eigentlich davon. Freigeschaltet. Dagi Dangaris. Okay. Na gut, wenn er schon aufs Dach draufkommt. Der hat auch so einen Hut auf, deswegen hatte ich den gerade verwechselt. Also der Minenarbeiter hat so einen Hut auf. Auch wenn man die eigentlich schon klar auseinanderhalten kann. Aber gut. So, einmal da hoch bitte. Nur noch mal sehen, was es mir... Das sieht aus wie so ein Parcours, oder? Oh, wirklich, Herr Farmer, wirklich. So schwer, also so schwer war das jetzt wirklich nicht. Also da bin ich schon ein bisschen, hm? Okay, so, einmal darüber. Es ist zum Verzweifeln hier, manchmal. Mit der Sprungsteuerung in Lego-Spielen. So, einmal außenrum. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Dann hängst du dich einmal da... Nee, ich geb's auf. Ich hab keinen Bock mehr. Ich geb's auf. Wir gehen jetzt dahin, wo wir hin müssen. So. Beziehungsweise, wir gehen nicht. Wir fliegen per Huhn. Per Huhn durch die Galaxis. Das ist auch ein interessanter Film. Aber da gibt's ja unten auch schon wieder so viel Zeug, was man einsammeln kann. Ah! Es macht mich wahnsinnig, dieses Spiel. An jeder Ecke gibt's irgendwas zu holen. Aber die Charaktermünze hole ich mir jetzt noch. Vorausgesetzt natürlich, die gibt's hier gleich. Ach, da vorne ist auch das... Oh, okay. Ich weiß auf jeden Fall wieder viele Sachen, die ich hier tun könnte. Genau, wir holen uns einmal hier oben natürlich. Und zwar holen wir uns Farmarbeiter Bob. Ja, wir gehen ja schon ans Telefon. Hey, Chase, ich bin bei der Burg. Ich glaube, ich habe das letzte Schwein gefunden. Ja, das wussten wir. Da nochmal ein Outfit oder sowas. Also wir nehmen kurz das Dynamit mit, aber deswegen war ich gar nicht hier. Also das war ich schon hier, weil dann kann ich nämlich das andere Zeug dann in die Luft sprengen und dann vergesse ich es wenigstens nicht, wo man das Dynamit bekommt. Aber eigentlich wollte ich hier nämlich was noch was anderes machen, und zwar hier aufhebeln. Oh, da sind noch Steine drin. Schade. Gibt's jetzt noch was zum Aufhebeln? Vielleicht ist da ja mehr drin als nur Steine. Ne, da sind wirklich überall nur Steine drin. Da wird es mir jetzt aber trotzdem noch gerade... Ah, okay, hier kann man auch noch hoch. Dann klettern wir mal ganz kurz hier hoch. Aber ich nehme mal unseren... Okay, da kommen wir auf jeden Fall gut hoch. Achso. Okay, das hat gar nicht mal so viel gebracht, wie ich dachte. Wo sind wir denn hergekommen? Ich will noch den Dings oben sprengen. Den Lex, der lässt mir keine Ruhe. Also sonst habe ich das Gefühl, ich könnte es vergessen, aber ich... Ich hab keine Ahnung, wie man da hochkommt. Na gut, dann gehen wir doch zur Burg und sprengen den wann anders. Damit wir hier noch ein bisschen Quest haben und hier nicht die ganze Zeit nur rumlaufen und Sachen suchen. Also gut, ab nach vorne zur Burg. Ich hoffe, man kommt hier auch irgendwie hoch zur Burg. Ohne ist hier steht auch nirgends... Ja, doch, da vorne müssen wir hochkommen. Ohne ist hier steht auch nirgends mal ein Auto rum oder sowas. Deswegen kann ich hier leider auch gerade nicht schneller vorankommen. So gerne ich das auch tun würde. Aber das ist mir gerade nicht vergönnt. So, da unten sind auf jeden Fall noch Autos. Können wir hier direkt hochlaufen zur Burg oder ist da auch wieder so ein blödes Sprungding irgendwo? Ich befürchte doch, dass da sehe ich auf jeden Fall. Da sehe ich, glaube ich, eine Brücke. Ja, doch, da kommen wir rüber. Gut. Wenigstens etwas. Können wir noch was kaputt machen? Oh, da können wir klettern. Da können wir auf die Burg drauf klettern. Cool. Nein, nicht runterschmeißen. Oh. Zusammenbauen sollst du es nicht runterfallen. So. Ah, da kriegen wir nochmal so einen Stein. Auch den können wir gebrauchen. Hui. Und einsammeln. Dankeschön. Kommen wir hier auch noch rum um die Burg? Ne, da ist die Gefahr zu hoch, glaube ich, dass wir runterfallen.
Da müssen wir auch gar nicht rum. Wir müssen hier zu Frankie gehen. So, Honey, was gibt's Neues hier? Hallo! Ich hab von irgendwo da oben ein Grunzen gehört. Also entweder ist eins der Schweine auf die Burg geklettert oder der Bewohner hat eine selten komische Lache. Wer hat denn schon so eine Lache? Ist aber immer lustig, wenn Leute so grunzen, wenn sie lachen müssen. Vor allem, weil dann lachen immer alle Leute noch mehr mit. Das ist immer schön. Lachen, da merken wir, dass Lachen ansteckend ist auf jeden Fall. Wie dem auch sei, wir klettern hier nach oben. Sei vorsichtig, wenn du da hochkletterst. Und lande auf was Weichem, wenn du fällst. Okay, Frank, ich ziel dann auf deinen Kopf. Schon komisch, wie weich der ist. Mein Arzt sagt, ich soll immer einen Helm tragen. Ja, das mit seinem Kopf. Ich wollte sowieso sagen, dann lande ich auf ihm, aber das hat er jetzt mir schon abgenommen, den Satz. Das ist schön, ich glaube, Chase und ich haben einen ähnlichen Humor, das gefällt mir. So, dann mal einmal hier hoch. Du hattest recht, Frank, hier oben schläft ein Schwein. Wie kriege ich dich jetzt wieder runter? Finde einen Apfel und eine Banane, um das Schwein aufzuwecken. Gut. Sollten wir finden. Auch so eine Kanone, wo ein Schwein drauf abgebildet ist. Ich habe so eine Vermutung, wie wir das Schwein da wieder runterbekommen. Oh Mann, die arme Sau. So, einmal aufhebeln wieder. Räuber Chase! Räuber dich hier mal durch. Und dann werden wir hier auch gleich noch irgendwas gießen hier. Ah, nicht Sprengmeister Chase. So, einmal gießen hier bitte. Bauen wir uns selber einen Bananenbaum. Oder sieht eher nach Apfelbaum aus, glaube ich. Ja, ein Apfelbaum ist es. Mit roten Äpfeln. So, den Apfel hätten wir schon mal für unser Schweinchen. So, was sagst du dazu, Schweinchen? Noch gar nicht. Ah, da ist die zweite. Oh, da hätte ich ja lange zoomen können. Gut, dass ich die anderen schon gemacht hatte, aber da hätte ich echt lange zoomen können, bis ich die gefunden hätte. So, 3 von 3. Auch nicht ganz so leicht versteckt gewesen. Egal, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Gut, dass wir das in der Mission noch mitgemacht haben und es ist direkt bei Haze vor der Tür. Das heißt dann, auf dem Rückweg, wenn wir wieder unten sind, werden wir diese Charaktermünze auf jeden Fall mitnehmen. Vorher werden wir hier aber nochmal gießen, damit wir hier auch noch an die Banane rankommen. Oh. Wo ist die Banane? Banane ist da, irgendwo da oben wahrscheinlich. Müssen wir noch weiter nach oben klettern auf der Burg hier. Wem auch immer die gehört. Vielleicht wohnt da ja ein Vampir oder sowas drinne oder eine Ritter oder was auch immer. Das fehlt hier noch so ein bisschen. So, Ritter gehen doch immer. Würde ich auf jeden Fall cool finden. Wir gehen mal oben rum. Boah. Schon nicht schlecht, der Chase. In Sachen Klettern und so, in Sachen Fitness. Hat er schon was drauf. Ich hoffe mal, der Honey ist jetzt wieder die ganze Zeit bei den Missionen dabei. Mit dem ist das alles doch immer ein bisschen lustiger noch. Da kommen wir leider nicht rein. Oh, wir müssen fliegen. Oh, oh. Okay. Wo war denn dieses Sprengding eigentlich? Das war doch auch hier irgendwo oben, oder? War es nicht sogar auf dem Dach drauf, da hinten? Egal, wir springen mal rüber. Einmal und zweimal. Und dreimal. Ach, was gibt's denn Schöneres als zu fliegen? Ich sehe da auch noch was von Astronauten gerade. Chase McAstronaut. Wenn wir natürlich auch nicht zögern, das zu tun. So, einmal da vorbei und dann holen wir uns gleich die Astronautensache hier. Bitte einmal astronautieren. Dann können wir uns nämlich hier teleportieren. Und dann kommen wir wieder zurück. Oh. Hab mich so gefreut gehabt, dass ich hier was Cooles gefunden habe für den Astronauten und dann komme ich bloß wieder zurück. Na, wunderbar. Ja, also rüber. Nix wie rüber. Ja doch, die Sachen erscheinen rechtzeitig. Nicht, dass wir hier auf halber Strecke wieder zurückfliegen müssen. Das wäre ja ärgerlich. Aber diesmal sind wir sogar ziemlich mittig. Das bringt uns ja auch jedes Mal Münzen, wenn wir da durchfliegen. Von daher ist es ja auch kein Verlust. So, jetzt noch die... Punktlandung hat leider nicht ganz funktioniert. War nicht ganz auf dem Punkt. Und das dürfte jetzt auch der Bananenbaum sein hier. Ja. Das sieht vielversprechend aus. Gleich 3 Bananen haben wir bekommen. Da esse ich doch gleich mal eine. Ich muss nämlich sagen, ich esse sehr gerne Bananen. Und dann hätten wir. Dann werden wir uns jetzt gleich wieder zurückbeamen hier. Nein, nein! Nein, nimm das wieder mit. Nein, nicht das Dynamit liegen lassen. Ach, gemein, man kann nicht zwei sagen. Oh, Mann, jetzt muss ich das Dynamit hier liegen lassen. Was tut man nicht alles für eine Mission? Da habe ich auch noch was zum Klettern gerade gesehen. Frage ist, da müssen wir noch die anderen Sachen erst haben, um da
weiter klettern zu können. Wie können wir darüber? Warte mal, da könnten wir doch mit dem Farmer, oder? Das müsste doch eigentlich funktionieren, denke ich. Oder? Oder? Ja! Wir haben das Monster freigeschaltet. So, wir wollen aber kein Monster freischalten, wir wollen das Schwein erstmal wecken. Der Duft zieht schon rum, das Schwein ist wach. Und die Schweinekanone steht auch bereit. Wie es aussieht. Gut, dann aktivieren wir mal die Schweinekanone. Warum auch nicht? Ja, Schwein will wegrennen, kann ich verstehen. Würde ich an seiner Stelle auch wollen. Und durch so eine Kanone schießen lassen, da. Das erfordert schon ein bisschen was. Ich kann es nur immer wieder betonen, die arme Sau hier. Wenn das mal hier der Tierschutz sieht. Puhu. Oh, das war, glaube ich, sogar. Aua, 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 aua. Ja, gut, dass das Schwein auf Lego ist. Bitte! Wie hast du das geschafft? Ich habe es aus einer Kanone gefeuert. Und als nächstes können Schweine fliegen. Moment mal! Kontrollpunkt abgeschlossen. Trophäe erhalten, wenn Schweine fliegen lernen. Oh, ein Parcours haben wir auch gleich noch bekommen. Machen wir den Parcours gleich noch, wenn wir eh schon hier sind. Kapitel 10, zurück am Fall. Oh, das ging jetzt aber ziemlich schnell eigentlich. Ja, ich gehe gleich ins Telefon. Hey, JC, Interesse an einem Job? Klar doch, solange ich dabei keine Tiere reiten muss. Da muss ich dich enttäuschen, es ist Teil der Sache. Echt? Um was geht's denn? Ein Bekannter möchte, dass der riesige Roboter T-Rex aus dem Museum geklaut wird. Ein Tyrannosaurus. Rex. Wer, will das bitte? Ein Privatkäufer. Vertrau mir, du willst nicht wissen, wer es ist. Er wird langsam zu einer... Nun, wie auch immer. Sag einfach Bescheid, wenn du aus dem Museum raus bist. Alles klar, Winnie. Cool. Ah, schön. Absolvierer Parcours. Okay, ja, gut. So, dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. Haben wir einmal geschafft, schaffen wir wieder. Schaffen wir wieder, habe ich gesagt. So, der Parcours. Die Parcours sind aber hier mal ganz okay gewesen. Das war knapp. Hier zu knapp für meinen Geschmack. Aber der Parcours ist, glaube ich, nicht so lang, ja. Boah, ist er. Langsam regt mich der auf mit der. Nehmen wir den anderen wieder. So. Ja, da haben wir jetzt gerade viel Zeit liegen lassen, aber wir müssen es ja nur in der Zeit schaffen, zum Glück. So, nochmal der Versuch. Ich weiß, ich soll nicht springen, aber das geht in dem Fall jetzt echt schneller. Und ihr seht, ich brauche die Zeit auf jeden Fall. So, das hätten wir auch geschafft. Okay, das ist aber wirklich einer von den harmloseren Parcours, wenn ihr jetzt wisst, wo ich weiter muss. Da muss ich wahrscheinlich weiter. 8 Sekunden noch. Oh, oh. Okay. Hab ich gesagt, das ist einer von den harmloseren Parcours? Ich habe gar nichts gesagt. So, gerade noch den dritten eingesammelt. Aber es ist zumindest einer von den kürzeren Parcours. Und ich habe mich jetzt wirklich schlecht angestellt, muss man sagen. Also, dass ich das jetzt mal schaffe, dafür kann man sagen, war einer von den leichteren. So, wäre geschafft der Parcours. Parcours 4 von 19. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.